wo der Jesus Christus verherrlicht wird und jede andere bzw. alle anderen Religionen da rausfliegen. Und ganz besonders eine Religion, die es wagt, auch noch den Herrn Jesus Christus als Propheten unterzubuttern, ne? Ihm seine Sohnschaft, Gottschaft, Trinität, alles zu leugnen. Ne? Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen, ihr Wundervollen. Gottes Segen auch euch, Jesus Christus. Amen. Ja, der Herr ist lebendig. Der Herr lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Alle anderen sind tot, doch Jesus Christus lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Bruder. Ich hätte in meinem Leben niemals gedacht, dass ich so eines Tages zum Herrn Jesus Christus gehöre. Glaubt ihr mir? Ich hätte mit allem gerechnet, aber dass ich so Jesus folge und von ihm spreche und sowas, das ist unfassbar. Das ist unglaublich. Aber seht ihr, Gottes Wege sind unergründlich. Was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Und wenn ihr Verwandte habt und Bekannte, für die ihr auch gerne zum Glauben bringen wollt, dann betet für sie, ne? Weil der Herr wird auch Gnade schenken, dass diese eure Bekannten, eure Liebsten auch eines Tages die Wahrheit erkennen, Jesus Christus. Ne? Schwieriger Weg, schwieriges Unterfangen, aber nicht unmöglich. Wenn selbst Paulus, der die Christen verfolgt hat, ja, der größte Evangelist aller Zeiten geworden ist, dann wird auch einer, der beispielsweise irgendwelchen Shisha-Bars rumhockt oder ultragläubig dem Islam ist, auch eines Tages zum Herrn Jesus Christus finden können. Ja, der Herr schenkt Gnade und der Herr schenkt auch Weisheit. Und ihr wisst ganz genau, was ihr auch in dem Moment dann sagen müsst. Der Heilige Geist spricht dann aus euch. Habt keine Angst, was ihr sagt, denn der Heilige Geist wird aus euch sprechen. Was für ein Landsmann bist du? Ich bin Iraner, bin ich Iraner. Irani. Ich bin Perser, Iraner, ja. Lüft den Namen Exmus, denn dann werden wir sehen, wer du noch bist. Okay, macht euch das glücklich, wenn ich mich dann Dr. Sheikh Abu Amir nenne. Selbst mein Name, Amir, ist muslimischer, kann es gar nicht mehr sein. Mein Name, Amir, ist der muslimischste Name überhaupt. Ich bin Amir al-Mu'minin, der Prinz der Gläubigen. Soll ich mich Amir al-Mu'minin nennen, der Prinz der Gläubigen? Ich bin euer Kalif. Herrlich, ey. Was ist dein Lieblingsevangelium? Das Johannesevangelium, wo die Gottheit des Herrn Jesus Christus Präsenz wird, ne? Wo der Herr Jesus Christus die ganze Zeit selber behauptet hat, Gott zu sein. Aber alle Evangelien sind wundervoll. Aber die Evangelisten beschreiben Jesus Christus auf verschiedene Art und Weise, ne? Aus verschiedenen Perspektiven kann man den Herrn Jesus Christus betrachten. Von einer komplett menschlichen Seite, von einer Seite der Heilung eines Arztes, die Gottheit, auf alles wird eingegangen in verschiedenen Evangelien. Und das ist das Wundervolle an den ganzen Evangelien. Sehr, sehr schön gemacht. Da sehen wir, welcher Geist dahinter steckt, ne, mit den Evangelien. Wie wundervoll er gearbeitet hat. Ne? Wie siehst du den Buddhismus? Eine Religion, die auch ins Verderben führt. Nichts anderes. Jesus Christus ist der Weg und alle Religionen führen ins Verderben. Und das kann dir jeder Christ bestätigen. Denn wenn der Herr Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, so fliegt alle anderen Glaubensrichtungen, alle anderen Religionen raus. Das ist also ein Absolutheitsanspruch. Der Jesus Christus sagt, nur durch mich könnt ihr gerettet werden. Nur durch mich geht ihr ins Himmelreich. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Quell des Wassers. Wenn ihr von mir trinkt, dann werdet ihr nicht mehr dursten. Werdet euch nicht mehr dursten. Oh, jetzt habe ich hier übelsten Stau. Werdet euch nicht mehr dursten. Also ihr seid nicht mehr durstig. Denn ihr habt von dem Wasser des Lebens gekostet. Und deswegen sehen wir auch, dass der in Offenbarung 21 ab Vers 6 Bezug darauf nimmt, dass er Gott ist und wir eines Tages seine Kinder. Denn wir sind vom Vater ihm geschenkt worden, als seine Kinder.
Der Sohn bleibt der Sohn, der Vater bleibt der Vater. Der Vater hat uns dem Sohn geschenkt als Kinder. Halleluja, Amen. Deswegen sagt der Herr Jesus Christus in Offenbarung 21,7, ich werde euer Gott sein und ihr werdet meine Söhne sein oder Kinder sein. Wir werden einst die Kinder des Herrn Jesus Christus sein. Vom Vater ihm geschenkt. Preist den Herrn Jesus Christus. Hetzanatomie. Paulus 13, bestes Evangelium. Ja, das kannst du zu den Euro-Shisha-TikTok-Muslimen sagen. Paulus 13, das werde ich nie vergessen, Leute. Ne? Das war heftig, ne? Das war so krank, ne? Paulus 13. Amir, die ganze Zeit laberst du hier und lügst. Jetzt werde ich dir zeigen. Du hast keine Ahnung von der Bibel. Ja, okay, dann was denn? Was ist denn passiert? Schlag auf. Paulus 13. Paulus 13. Ich gehe kaputt. Niemals werde ich das vergessen. Ne? Ihr müsst euch mal vorstellen, der Allah hat mich von Anbeginn der Zeit erschaffen, dass ich seine Religion in Frage stelle und zigtausende Menschen aufkläre. Ist das nicht heftig? Hetz pur, genau, Hetz pur. Ja, die Hetzerkeule zieht ja nicht mehr. Wir machen uns nur lustig und lächerlich darüber. Die Hetzerkeule funktioniert nicht mehr. Nazi-Keule, Hetzerkeule. Keule und Hetzerkeule. Na, Amir? Du kleiner. Was denn? Du bist total der krasse Faschist, bist du, ne? Ehrlich? Ja, hundertprozentig. Okay, erklär mal, was macht denn ein Faschisten so aus? Was ein Faschisten so ausmacht? Ich muss ja nicht immer aufklären, Junge. Du bist doch der Typ, der hier rumfährt, Alter. Und die Leute irgendwie werden schon Glauben in den Kopf setzt. Bist du ein Prophet? Ich habe dich gerade gefragt, bist du ein Prophet? Also bist du ein Prophet? Hallo, hat Gott mit dir gesprochen? Hat Gott mit dir gesprochen? Begriffe, die du gar nicht erklären kannst. Du redest doch ganze Zeit von Gott, du schon kaputten Alter. Hat Gott mit dir geredet? Hat Gott dich auserwählt? Mein Lieber, erklär mal jetzt den Begriff Faschismus. Mein Lieber, sagt er. Da kommt irgendein Armier, Alter, und Leute. Mein Gott, ich sag jetzt, Alter. Du versuchst die Leute aufzuklären. Ja, woanders dein Blödsinn betreibt. Ist das ein Wahnsinn, ey. Richtig kaputte Leute hier drin. Das ist unfassbar, ey. Ja. Traum. Benutzt Begriffe, die man überhaupt gar nicht erklären kann. Ne? Guten Morgen, guten Morgen, Amir. Guten Morgen, mein lieber Gott. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, super. Ja, auch gut. Dankeschön, dankeschön. Du, ich habe schon mal ein paar Mal so deine Lives gesehen, ne? Und was so Religion betrifft, hast du echt wirklich Ahnung. Muss man dir echt lassen, auf jeden Fall. Ne? Aber das Einzige, was mich nur so bei dir stört, ist nur. Lass doch die Leute ihren Religion ausleben, wie sie möchten. Weißt du, was ich meine? Können sie doch. Aber guck mal, du hast wirklich ein allgemein Wissen, was so Religion betrifft. Das sehe ich dir wirklich an. Weißt du, was ich meine? Okay. So, finde ich auch schön. Okay, du warst mal Moslem. Ist ja auch alles gut und schön. Ne, dass du jetzt für dich den richtigen Weg gefunden hast. Kannst du mir folgen? Ja, ne? Ja, natürlich, rede weiter. Ja. Ja, nur wie gesagt, so, was mich, das Einzige, was mich nur so halt so ein bisschen bei dir stört, so, ist halt so, dass du so ein bisschen schlecht über andere Religionen redest. Weißt du, was ich meine? Was also, heißt schlecht über andere Religionen? Ja, gerade eben hast du auch über Buddhismus, hast du ja irgendwas jetzt gesagt. Der einzig wahre Weg ist der. Buddhismus ist genau eine Religion wie alle anderen Religionen, die nicht zu Gott führen. Was soll ich denn anderes sagen? Ich muss mich an die Bibel halten. Du musst doch den Leuten das lassen, was die möchten. Weißt du, was ich meine? Jeder kann doch an das glauben. Die können ja an das glauben, was sie wollen. Ist doch kein Thema. Jeder kann auch seine Meinung äußern. Und wenn ich zu einem Buddhisten gehe und frage, was hältst du vom Christentum, sagt er, ach, Christentum. Weißt du, was ich meine? Ja, klar, natürlich. So, weißt du?
Ja, aber ansonsten so, wie gesagt, Es du geht hast. auch darum, dass wir einander miteinander trotzdem miteinander so akzeptieren und nicht dahin gehen und ihn physisch angreifen und sagen, ey, warum hast du über meinen Glauben geredet? Jetzt haust du erst in die Presse. Ist das okay? Nein, nein, natürlich nicht. Um Gottes Willen. Das ist genauso schlecht. Weißt du, was ich meine? Finde ich genauso beschissen. Also ich bin der Meinung, weißt du, dass jeder das an das glauben möchte, was er will. Weißt du, wie ich meine? Und kein Kann Mensch, er auch. ne? Und Nur kein du Mensch hat stellst das deine Recht. Frage ganz komisch. Du stellst die Frage schon ganz komisch. Jeder kann ja anders glauben, an was er will. Ja, aber Nur ich. der Islam, du musst dir vorstellen, der Islam lässt ja nicht die Menschen glauben an das, was sie wollen. Ist ja auch Und du nicht siehst, richtig. weil der Mohammed gesagt hat, sein Anhänger gesagt hat, stellt ihn nicht vor drei Alternativen: Islam annehmen, Jizya bezahlen oder Tod durch das Schwert zu erlangen. Ist das okay in deinen Augen? Natürlich nicht, natürlich nicht. Deswegen sage ich ja. Ja, da musst du zu dem Muslim gehen und sagen, mein lieber Muslim, was hast du da für ein Vorbild? Wenn du also dein Vorbild auf Schritt und Tritt folgst, dann kann ja nichts Gutes aus dir werden und du wirst eines Tages die Nicht-Muslime vor die Wahl stellen, die dann in Oberhand haben. Verstehst du? Ja, natürlich verstehe ich, was du meinst. Ich verstehe nicht, was du meinst, ne? Aber das ist ja auch nicht richtig, vollkommen. Da siehst du, dass der Islam einen gewissen Kern an Gefährlichkeit mit sich bringt, oder? Ja, Siehst du die natürlich. Gefahr? Aber das, was ich dir sagen möchte, ist ja dann, lass sie doch einfach labern, leb doch dein Glauben und ist auch alles in Ordnung, Bruder. Ja, aber stell dir mal vor, wir lassen einfach die Leute so an das glauben, was sie wollen. Stell dir mal vor, ich gehe morgen hier zum Bürgeramt oder was, um meine neue Religion zu präsentieren. Und ich sage zu denen, ja, ich möchte gerne meine neue Religion einführen. Und dann fragt die Frau mich ja, was beinhaltet denn die Religion? Und dann muss ich aber nicht antworten und sagen, ja, also meine Religion beinhaltet das, wenn ich und mein Kind eines Tages die Oberhand haben, werden wir euch alle vor die Wahl stellen. Und wenn ihr nicht zu meiner Religion konvertiert, dann schneiden wir euch die Köpfe ab. Das ist Welche Gesellschaft ja. würde Ja. zulassen? Ich merke ja auch, dass du dich darüber ziemlich sehr aufregst. Weißt du, was ich meine? Sehe ich ja. Ne, dass du Ich kann total. dir folgen. Wir Ja, ich folgen. kann dir folgen. Ich kann dir natürlich folgen. Wir dürfen also gewissen Religionen und Ideologien nicht Freiraum gewähren, weil sie im Kern so gefährlich ist. Ja, ne, ich merke ja, dass du deine Meinung hast, was gegenüber Islam betrifft. Ich sehe ich ja. Ich sehe ja deine Lives. Ich gucke ja zwischendurch mal rein, weißt du? Und ich merke ja, wie aufbrausend. Ja, alles gut. Ist ja auch, ne, mag Also sein, du dass du verstehst da. das, also du verstehst, was ich dir damit sagen Ja, will. Ne? Wenn ich zum Beispiel eine neue Religion gründen würde und ich wäre ehrlich und würde sagen, ja, meine Religion steht über alle anderen Religionen und wir werden alle anderen Religionen unterdrücken, wenn wir die Oberhand haben und werden die Menschen vor die Wahl stellen. Keiner würde das akzeptieren und würde mich auf der Stelle bekämpfen aufgrund meines Glaubens. Wie gesagt, was ich nur sagen möchte, ist, dass die Christen ihren Religion ausüben sollen, wie sie möchten, und die Moslems das ausüben möchten sollen, also wie die das möchten halt. Weißt du, was ich meine? Keiner soll mit keinem streiten, jeder soll sein Leben leben, wie er möchte. Weißt du, was ich meine? Du hast ja deine Meinung über den Islam ja schon gemacht, man sieht das ja, ne? Und reg dich einfach nicht darüber auf. Du hast dein Grundwissen, du hast das gesehen, was du gesehen hast, sag ich jetzt mal, ne? Und ist doch alles gut, Bruder, ist doch alles in Ordnung. Aber du siehst ja, dass die Menschen immer noch sehr viele hier rumtummeln und sich überhaupt gar nicht auskennen und die Gefahr hinter dem Islam nicht verstehen. Verstehst du? Denken so, der Ja. Islam ist eine ganz normale Religion wie alle anderen Religionen. Nein, nein, nein. Der Islam hat den Anschein einer ganz normalen Religion. Der Islam hat den Anschein einer so friedlichen Religion. Aber wenn man auf einmal die Bücher aufschlägt, also den Koran aufschlägt, sich das Leben von Mohammed betrachtet, die Gelehrten durchgeht, dann merkt man auf einmal, ey, der Islam ist wirklich das gemeingefährlichste, was die Welt jemals hervorgebracht hat. Sie sind also nur dann friedlich, wenn sie in der Unterzahl sind. Sobald sie die Oberhand haben, werden sie die Muslime unterdrücken. Ja, okay. Ne, du hast ja schon dein. Die reden gar nicht über diese Bestandteile und alle denken,
über den Islam einfach so eine kritische Religion wie alle andere, bis sie auf einmal die Oberhand haben und dann auf einmal sagt, auf einmal kommt die Gesellschaft auf den Punkt und sagt, was hat denn uns niemand über den Islam aufgeklärt? Etwas über den Islam gesagt. Ich hoffe, wir haben hier und nicht über den Islam erzählen. Guck mal, hier fragen auch ein paar christliche Leute hier, was bist du für ein Land, was ich für eine Religion habe. Es spielt doch nichts zur Debatte, was ich für eine Religion habe. Mensch ist Mensch in meinen Augen, verstehst du, was ich meine? Egal, was der für eine Religion hat. Du bist ein Muslim, ja, du bist ein Muslim, aber du bist ein liberaler Muslim, richtig? Alhamdulillah, ja, ich bin liberal und ich bin der Meinung... Du hast eine liberale Auffassung, die nichts eigentlich mit dem Islam zu tun hat. Du bist ein guter Mensch, warmherziger Mensch und möchtest nicht aufgrund Religionen irgendwie Leute benachteiligt werden, getötet oder sonstiges, aber das kannst du nicht vereinbaren. Und deswegen bin ich der Meinung, ich bin Moslem, Alhamdulillah, so, und wenn ich habe auch Freunde, die Christen sind, ist doch alles in Ordnung. Ich habe auch Freunde, die aus Sri Lanka, Freunde, die auch ihre Religion haben, und ist doch alles gut. Wichtig ist, dass man miteinander, weißt du, gut klarkommt und ein gutes Leben führt, weil wir haben nun mal dieses eine Leben. Ja, das ist nichts, wenn wir uns gegeneinander aufhetzen. Weißt du, was ich meine? Das sind gute Worte, die du sprichst. Und du hast auch bestimmt nicht-muslimische Freunde, Christen und Andersgläubige, richtig? Natürlich, von jedem etwas. Also im Endeffekt hast du mit dem Islam nichts zu tun und dein Name ist islamisch und deine Meinung ist eine ganz andere wie dem im Koran. Also das spricht den Koran. Ich bin Alevite. Ja, dann bist du überhaupt gar kein Moslem. Ja, ist egal, ist doch, ob Moslem, Alevite, ob Christ. Nein, das ist nicht egal bei den Muslimen. Nein, guck mal, du bist wirklich gar nicht, welcher Akida du folgst. Weißt du, wie wichtig das ist im Islam, welcher Glaubenslehre du folgst? Das heißt, wenn Gruppierungen aufeinander treffen, fragen sie an, was glaubst du denn? Also zum Beispiel. Ich verstehe dich ganz schlecht, weil du total Ich habe gesagt, bei den Muslimen ist das sehr wichtig, welche Glaubenslehre du folgst. Das ist die sogenannte Akida. Was verfolgst du denn? Welcher Glaubenslehre folgst du? Und für sehr viele Gruppierungen ist das ein Muss, dich aufgrund deiner Akida zu bekämpfen. Die machen Takbir auf dich. Weißt du, was Takbir ist? Nein, nicht wirklich. Ja, genau. Die erklären dich dann zu einem Ungläubigen, zu einem so jemand, der Irrlehren verbreitet. Und man muss dich physisch dann bekämpfen. Verstehst du? Es kann ja nicht sich von Gruppierungen niemand daher, so gibt's ja viel im Land. Also muss die stärkere Gruppierung, die der meisten Meinung folgt, muss mit den anderen herrschen. Ja, ja, ja. Das ist so gefährlich. Guck mal, zum Beispiel, ich sag dir jetzt mal was, ich bin Alevite, ne? Also ich komme aus einer Familie, die alevitischen Richtungsglauben haben, weißt du? Und ich persönlich bin der Meinung, dass Aleviten auch Moslems sind. Warum? Weil der Hazrat Ali auch 5-mal am Tag gebetet hat, der hat auch gefastet, ganz normal, weißt du, was ich meine? Da, bei den Aleviten ist das ja auch so eine Sache, jeder hat so seine eigene Meinung, was das Alevitentum ist. Weißt du, was ich meine? So, das ist auch so halt gemischt, jeder hat so seine eigene Meinung. Der eine sagt, wir sind keine Moslems, die anderen sagen, wir sind auch Moslems. Verstehst du, was ich meine? Ja, dann merkst du das. Ich habe es jetzt nicht verstanden. Also, wenn man danach geht, dann seid ihr irgendwie so eine Untergruppe der Schiiten. Also die Schiiten, ihr habt so eher, seid ihr mit den Schias so gut. Ne? Ja. In Iran ist das ja auch, gibt es ja auch sehr viele Aleviten, ne? In Iran. Du bist ja Iraner, ne? Was? Du bist ja Iraner, ne? Ich bin Iraner. In Iran gibt es auch viele Aleviten, ne? Ja, natürlich, sehr viele Kurden leben bei uns. Ja, wie gesagt, du hast wirklich echt eine sehr viel, Dings allgemein, was hast mit dieser Religion betrifft, echt wirklich bist du gut drin, ne? Du hast so deinen Weg gefunden, ne? Und ist ja auch alles gut und schön. Wie gesagt, ich bin der Meinung, keiner sollte sich streiten wegen Islam und Christentum. Jeder soll seinen Weg gehen, jeder soll machen, wie er möchte, und alles ist gut. Weißt du, was ich meine? Das war jetzt nur so das wollte ich dir nur mal so gesagt haben. So, das war es eigentlich auch. Ne? Verstehst du, was ich meine? Ja,
Ja, das Problem hätten wir ja nicht, wenn der. Das Problem noch nie war. Du hast recht. Ich habe auch nicht nur die Botschaft, Jesus ist nur ein Prophet und die Welt und sowas. Verstehst du? Das ist ein Angriff auf die Bibel. Ja. Wie gesagt, kein Streit. Guck mal, hier fragt mich die ganze Zeit, welche Lehre folgst du? Hörst du gar nicht mit? Hier, Misa, Yeshua. Wir reden doch die ganze Zeit. Kriegst du das nicht mit? Der fragt mich die ganze Zeit. Ja, kann ja sein, dass der gerade reingekommen ist. Kann ja sein, dass der gerade reingekommen ist. Ja, ist doch. Ist halt schlimm. Mensch ist Mensch und jeder, wie gesagt, kann an das glauben, was er möchte und keiner ja, sollte. Ich wünschte, alle Muslime würden so wie du denken. Mensch ist Mensch. Es gibt aber eine riesen Gruppe der Muslime, die sowas gar nicht dulden. Mensch ist Mensch. Nein, nein, nein. Weil der Mohammed selber das nicht so gepredigt hat und er durch Allah befohlen worden ist, gegenüber dem Kuffar hart zu sein. Verstehst du? Ja, ja, ja. Deswegen. Weil der Allah sagt in Surah 3, Vers 110, ihr seid die beste Gemeinde, die Allah jemals hervorgebracht hat. Ihr gebietet das Gute und ihr verbietet das Verwerfliche. Also so Herrschaftsanspruch. Herrgemenschen, kennst du das noch aus dem Namen? Ja, nicht ganz. Aber merkst du, wo die Reise hingeht, dass die Muslime seinen Überlebensanspruch haben? Ja. Guck mal, ich weiß ja, was du meinst. So, ne? Und ich bin der Meinung, wenn dich zum Beispiel, wenn du irgendwo im Café sitzt, du triffst einen Moslem, ihr unterhaltet euch zufällig mal, sage ich jetzt mal, und dann kommt dieses Thema Religion, dann bin ich der Meinung, dann könntest du dem dann so aufklären, deine Sicht der Religion. Verstehst du, was ich meine? Und er könnte ja seine Sicht der Religion erklären, wenn man nicht, man trifft so oder so nie die Mitte. Man hat so oder so immer so seine eigene Meinung, was das betrifft. Ist das, dann respektiert man das, dann ist doch gut. Dann geht man sich die Hand, trinkt einen Kaffee zusammen und ist doch alles schön. Es gibt, ja, aber du siehst ja, was das für ein empfindliches Thema ist, Religion. Deswegen, und Gott. Und ganz Gott. Genau. Ganz genau. Deswegen. Aber wir müssen über gewisse Bestandteile reden, auch in einer offenen Gesellschaft. Muss es ja wohl möglich sein, miteinander auch streiten zu können, ohne sich dabei in die Schnauze zu hauen. Ja, aber letztendlich folgt halt ja dazu, ne, dass man sich dann, ne? Ja, man kann ja auf eine gute Art und Weise miteinander streiten. Das muss ja nicht ausarten im Kampf, verstehst du? Ja. Ja gut, das ist das Einzige, was ich sagen wollte. Bleib gesund, mein Bester. Und wie gesagt, respektiere alle andere Religionen. Ne? Respektiere alle andere Religionen. Und das gilt auch für meine muslimischen Brüder und Schwestern. Die sollten auch jeder für sich, wie er möchte. Letztendlich werden wir ja alle sehen, wenn wir sterben, oder? Ja, ich hoffe nicht, dass du einfach so in den Tod gehst, ohne dir bewusst zu sein, dass da jemand wartet auf dich, der dir deine Schuld vergeben möchte. Das wäre Jesus Christus. Ja, wie gesagt, jeder hat so seine Ansicht, was Religion betrifft, und jeder soll glücklich sein, an was er denkt und an was er glaubt. Und so, das ist eigentlich so das, was ich sagen wollte. Ne, okay. Und keiner soll sich streiten. Deiner Familie, möge der Herr Jesus Christus dich segnen, deine Familie behüten und beschützen. Dankeschön. Und dein Angesicht über euch. Und wie gesagt, reg dich nicht drüber auf, und die islamischen Brüder und Schwestern sollen sich auch nicht drüber. Lass uns alle. Wir leben nur einmal und irgendwann sind wir alle tot. Wir brauchen uns nicht streiten und diskutieren. Also, oder uns gegeneinander verletzen. Verstehst du, was ich meine? Jeder sollte das respektieren, was der andere glaubt, und fertig. So ist so meine Meinung. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Ich danke dir für deine Worte. Gott segne dich. Bleib gesund. Ja. Ciao. Mach's gut. Ciao. Ja, seht ihr, die alevitische Gemeinschaft hat meistens so eine sehr, sehr liberale Auffassung, aber auch sehr viele Muslime, sunnitische Muslime, schiitische Muslime, das steht denen bis hier oben mit diesem ganzen Religionswahnsinn. Da seht ihr auch, dass zum Beispiel der Mufti Menk, habe ich ja heute oder gestern habe ich das gepostet, dass der Mufti Menk mit Mohammed Hijab schon wieder ein Gespräch geführt hat, in dem er zugegeben hat, dass sehr viele Muslime den Islam abverlassen sind, überhaupt gar nichts mit dem Islam mehr zu tun haben. Versteht ihr, dass der Islam am Zerbröckeln ist? Wegen diesen ganzen Bestandteilen des Islams, weil der Islam in der Welt so viel Leid hervorgebracht hat, weil der Islam drakonische Strafen anwendet und die Menschen aufgrund ihres unreligiösen Verhaltens zur Rechenschaft zieht. Versteht ihr? Und darauf haben die meisten Muslime keinen Bock. Sie möchten, dass der Islam einfach nur eine spirituelle Quelle ist, wo die sich so hinkommen können.
können und ein bisschen ihre Schuld so dalassen können beim Islam, in einem Gebet oder sonstiges. Aber der Islam ist ja mehr als nur eine spirituelle Quelle. Der Islam ist ein komplettes System, was dein ganzes Leben beherrscht. Und es so eine sogenannte Religionspolizei gibt. Das heißt, wenn wir in einem Scharia-Staat leben, da kann ja nicht jeder machen, was er will, so wie hier in einer offenen Gesellschaft. Hier leben die Muslime in Freiheit, haben die Freiheit kennengelernt, Offenheit, Toleranz und alles, aber in einem Scharia-Staat gibt es sowas nicht. Das heißt, die Muslime werden da zur Rechenschaft gezogen, wenn sie gewisse unreligiöse Praktiken an den Tag legen. Das muss jedem bewusst sein. Und deswegen habe ich gesagt, was suchst du eigentlich, wenn du ein praktizierender Muslim bist und lieber unter der Scharia leben möchtest, Allahs Gesetze haben willst? Was suchst du in einer offenen Gesellschaft, wo wir von Toleranz, Akzeptanz und alles reden? Wo wir Meinungsfreiheit haben, wo wir über alles streiten können, debattieren, alles Mögliche. Aber im islamischen Staat zum Beispiel, wo die Scharia herrscht, da gibt es sowas gar nicht. Da kann ja nicht irgendwie jemand einen Büchertisch anmelden und für seinen Glauben Werbung machen. Nein, nein, nein. Er wird aufgehalten nach Sure 5, Vers 33 und wird gegebenenfalls umgebracht. Er wird gekreuzigt und ihm wechselseitig die Hände und Füße abgeschlagen und des Landes verwiesen. So heftig ist das. Unter der Autorität von Umar ibn al-Khattab gibt es den sogenannten Vertrag von Umar. Und dann wirst du sehen, was es heißt, unter einem islamischen Staat zu leben. Also du lebst unter den dreckigsten Bedingungen, unter den ekelhaftesten Konditionen neben den Muslimen. Und wenn du dich gegen diesen Vertrag auflehnst, wirst du hingerichtet. Der Islam ist somit das gefährlichste System, was die Welt jemals hervorgebracht hat, in Sachen Unterdrückung andersgläubiger Menschen. Ganz einfache Kiste. Und die Leute, die hier drin sind, die mit mir sind, meine Community, die aufgeklärt sind, wissen um die Gefahr des Islams, wissen um die Bestandteile des Islams, kennen die islamische Geschichte, was der Islam seit 1400 Jahren verzapft hat. Ja? Die lassen ja auch nicht mehr locker. Sie wollen die ganze Welt unter Allahs Gesetze einjochen. Ja? Das sagte Allah ja auch in Sure 9, Vers 29, in Sure 8, Vers 39, Sure 9, Vers 123 und unzählige Verse genauso. Der Islam ist also man kann ja gar nicht mehr sagen, dass es eine Religion ist. Das hat den Anschein einer Religion. Das ist aber ein durch und durch politisches System. Da Allah sagt ja auch in Sure 544, wenn ich richtig mit dem, was Allah herabgesandt hat, der gehört wahrlich zu den Frevlern. Deswegen wollen die Muslime nicht zu den Frevlern gehören. Die wollen mit Allahs Gesetzen richten. Die wollen das praktizieren, was Mohammed da gesagt hat. Die wollen drakonische Strafen einsetzen. Ja. Dann müssen sie sich eine Gesellschaft suchen, beziehungsweise in ein Land auswandern, wo man Allahs Gesetze praktiziert. Weil hier gelten doch nicht Allahs Gesetze. Was bist du denn jetzt, Muslim? Oder bist du ein liberaler, toleranter Mensch? Dann kannst du hier bleiben und hast mit Religion sozusagen nichts zu tun. Aber wenn du die Scharia haben willst, Allahs Gesetz, dann kannst du dir einen islamischen Staat suchen. Saudi-Arabien, Sudan, Iran, Pakistan, Afghanistan. Da, wo die Scharia herrscht, gehst du in die Gebiete, wo Allahs Gesetze angewendet werden. Und dann mal gucken, wie lange du noch Muslim bleiben willst. Du wirst weinen, von dort aus höre ich dein Geschrei. Dr. Sheikh Abu Amir, hilf mir, hol mich wieder zurück. Dann sage ich, nein, bleib schön da. Es tut mir leid, Dr. Sheikh Abu Amir, bitte, das war eine Dummheit von mir. Dann sage ich, du wolltest doch Allahs Gesetze, du liebst doch Habibullah, jetzt geh und praktizier Scharia. Ich kann nicht mehr. Das war wieder eine gute Predigt, ne? Das Wort zum Mittwoch. Wer ist der beste Prediger von ganz Deutschland? Wer ist euer Lieblingsscheich? Sagt es mir. Wer ist euer Lieblingsscheich? Amir, genau. Nennt mich ab heute Amir al-Mu'minin, der Prinz der Gläubigen. Dr. Sheikh Amir al-Mu'minin.
Ja, ihr Lieben, ey, das tut wieder gut, ein bisschen herzhaft zu lachen, Spaß zu haben. Ja. Und über gewisse Bestandteile auch reden zu können. Ne? Gott sei Dank leben wir in einer offenen Gesellschaft, wo wir über diese ganzen Sachen reden können. Und nicht irgendein, ja gut, ne? Mittlerweile ist es ja so schlimm geworden, dass die Muslime auch hier einen physisch angehen, obwohl sie in der Unterzahl sind. Aber sie machen es trotzdem. Ja, danken wir Gott für Europa, Deutschland mit der Meinungsfreiheit und alles. Ne? Dass wir miteinander reden können, ohne uns direkt an die Gurgel zu gehen. Das ist unfassbar. Egal, ich bin auch nicht einverstanden mit den Muslimen oder Andersgläubigen, aber ich gehe doch nicht hin und bekämpfe sie aufgrund ihres Glaubens. Das ist doch Quatsch. Ich rede mit ihnen, ich streite mit ihnen, ich werde hier und da mal lauter, ein bisschen emotionaler. Ja, okay, das ist alles menschlich. Aber sobald es ins Physische geht, da müssen wir sofort einen Cut machen und sagen, hör mal zu, bis hierhin und nicht weiter. Wir können miteinander reden, du kannst Kritik ausüben, es ist gar kein Problem. Aber dann physisch jemanden anzugehen aufgrund deiner Religion oder was, das musst du dir mal geben, wie weit das Ganze dann geht. Hey, Amir. Hi, mein Lieber. Danke, dich auch. Wie geht's dir, mein Freund? Ja, danke, mir geht's ganz gut. In Jesus Christus sei Lob und Dank. Super, super. Amir, du hast mich gerade reingeholt, aber hol mal lieber jemand anderes rein, weil ich muss gerade nach meiner Tochter schauen. Alles klar, Gott segne dich, mein Lieber. Aber beim nächsten Mal, danke dir auch. Okay, ciao. Bis dann, ciao, ciao. Vielen Dank für die ganzen Likes, für die Geschenke, wundervoll. Vielen, vielen Dank. Ich würde ja gerne immer jeden Einzelnen danken, aber ich mache das im Allgemeinen dann immer. Ne? Gott segne euch, ihr Wundervollen, für jedes einzelne Tippen oder was da reintun oder was auch immer. Aber ihr müsst das nicht machen. Ne? Umsonst haben wir empfangen und umsonst gehen wir weiter. Deswegen vielen, vielen Dank, ihr Wundervollen. Danke. Hallo Amir. Hi mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich auch, lieber Amir. Ich wollte was sagen zu dem Kollegen vorhin, der gesagt hat, ja, lass die Leute doch glauben, was sie wollen. So, das erinnert mich so ein bisschen an so, ich gehe jetzt an eine Brücke zu einem Polizisten und sag zu ihm, ach, lass den Jungen doch runterspringen zur Brücke, ne? Ist doch scheißegal. Ne? Ja, ich habe ja gesagt, die Frage, schon spät, die Formulierung der Frage ist schon sehr, sehr komisch gestellt. Ne? Ja, sehr ja, die Menschen verstehen nicht, dass du sie eigentlich in das Licht führen willst. Halt, du willst das Evangelium ja weitergeben. Du schürst da keinen Hass und du klärst ja auf. Du möchtest ja nur Menschen, dass Menschen ja nicht verloren gehen. Das ist ja ein Zeichen der Liebe und nicht ein Zeichen des Hasses. Ja, ne? wir unterscheiden ja immer zwischen Religion und den Menschen. Wir lieben die Menschen, aber wir müssen auch nicht ihre Religion lieben. Verstehst du, was ich meine? Ganz genau, ganz genau. Ach, lass den noch gegen die Wand fahren, das ist doch egal. Das ist doch frei überlassen, ob der meinen Herrn Jesus Christus liebt oder nicht. Ja, verstehst genau. Verstehst du? Ja. Lass ihn ruhig hier gegen die Wand fahren, ach. Soll er doch meinen, wie er möchte. Er kann doch ruhig gegen die Wand fahren, weißt du? Deswegen, stell dir mal vor, deswegen habe ich so ein Beispiel gemacht. Okay, hier herrscht Religionsfreiheit. Stell dir mal vor, ich gehe morgen, melde meine neue Religion an und sage, ich möchte heute meine neue Religion anmelden. Und dann fragt ihr mich ja, was beinhaltet denn ihre Religion? Und ich muss dann ehrlich antworten und sagen, ja, wenn wir die Oberhand haben, werden wir Schutzgeld von allen hier kassieren, wir werden euch bekämpfen, wir werden Köpfe abtrennen und alles. Was meinst du, wie die gucken würden, die Frau oder der Mann am Schalter? Ich würde sagen, ich rufe jetzt sofort die Polizei. Das ist eine Religion. Ach, das ist mal, du musst, Armin, du musst ein bisschen toleranter werden. Das musst du akzeptieren. Ja, wir müssen uns zu Tode tolerieren. Zu Tode tolerieren. Ich bitte dich. Du hast dich gefälligst zu Tode zu tolerieren. Hast du das mal verstanden?
Amir, dann Aber probier die ganze Woche. wir akzeptieren alles, kein Problem. Vor allem, was meinst du, wenn die LGBT-Community irgendwann mal die Oberhand hat und die Muslime die Oberhand haben? Ja. Ja, Das wird ein. LGBTQ-Gemeinschaft, die werfen Wattebällchen auf die Muslime und sie kommen dann mit Kalaschnikow und ballern auf die. Da musst du dir mal vorstellen, dass eine LGBTQ-Gemeinde in einem islamischen Staat niemals Platz finden kann. Niemals. Unter der Scharia, egal ob es jetzt der Dawlet al-Islamiyah ist, im Irak und Syrien, unter der Scharia wird niemals ein LGBTQer Platz finden. Er wird sofort aufgrund seiner Ideologie, aufgrund seiner Art und Weise leben zu wollen, sofort hingerichtet. Sofort. Ja, die ersten islamischen Drag Queens gibt es ja jetzt schon in Deutschland, sogar bei YouTube und so. Ne? Hast du bestimmt schon gesehen. Du siehst ja, am liebsten würden die Muslime hier schon handeln. Verstehst Ja, du? Die würden klar. dir, am liebsten würden diese LGBTQ-Gemeinde so dermaßen kaputt machen, das glaubst du gar nicht. Was ich noch sagen wollte, ich habe mir letzte Tage deinen Stream angeschaut mit dem Mann da katholische Antworten. Und was ich ihm gerne gesagt hätte, dass er immer wieder vergisst, dass der Papst, der allein die Aussage getätigt hat, dass wir alle einen Gott haben. Also Muslime, Ja, stimmt, hast du Buddhisten, recht. ne? Da hat der Papst den Herrn Jesus Christus verraten. Ganz genau, ne? Dass er meint, wir haben alle einen Gott, obwohl er die Götter überhaupt nichts Wir haben miteinander zu tun haben denselben Gott, sollen. sagt er. Wir haben alle denselben Gott, sagt er. Ich weiß gar nicht, wie er drauf kommt. Ja, weil er die Bibel nicht kennt. Das ist das Problem. Ja, schon Hätte er die wieder. Bibel aufgeschlagen, hätte so eine Antwort, also so eine Antwort niemals gegeben. Ja, das hätte ich ihn gerne gefragt, so, ne? So, dass keiner drauf gekommen, wie er drauf kommt, dass wir alle denselben Gott haben, ne? Irgendwie meine ich, versucht man so eine, man sagt ja auch irgendwie, viele sprechen auch von dieser neuen Weltordnung, dass man versucht, eine Religion zu schaffen, ne? Eine Vermischung von Islam, von Katholizismus, von Buddhismus, von, dass alle gemeinsam beten in einem Haus, dass es überhaupt keine Rolle spielt und Jesus Christus wird ja komplett, aus dieser Schrift ja verbannt, sag ich mal, ne? Ja, da siehst du mal, ne, wie der Glaube durchsäuert werden soll, ne? Die neue Weltordnung beinhaltet eine Weltreligion, eine Weltherrschaft und Genau. eine Weltregierung, ne? Eins, alles soll so eins sein, ne? Ja, da spricht ja auch Lothar Gassmann von. Kennst du Lothar Gassmann und Werner Gitt? Ja, die sprechen ja davon, ne? Von Ja, dieser. also wie müssen wir egal was passiert, haltet immer am Herrn Jesus Christus fest und steht zum Herrn Jesus Christus. Amen, Amen, Halleluja. Amen. Ja, danke schön, Amir. Das wollte ich nur gesagt haben. Also wenn die Leute Ja. ruhig, also wenn die Leute mit 120 gegen die Wand fahren, lass sie doch. Lass sie einfach gegen die Wand fahren. Und dann warnt sie nicht vorher. Also, wenn er möchte, lass ihn von der Brücke springen, ist in Ja, Ordnung. lass ihn einfach. Lass ihn Ne? einfach, ne? Wenn ihr noch möchte, ne? Polizist geht nach Hause, lass ihn noch von der Brücke springen. Naja. Das ist so verrückt, ne? Das ist so verrückt. Danke für deine Arbeit, Amir. Wir Danke werden dir für weiter deine Worte. unterstützen. Gott segne. Gott segne dich. Tschüss. Ciao. Ey, ich muss mich bei dir beschweren. Ich Bitte. warte seit 3 Wochen auf meinen Shisha-Tabak. Entschuldigung, True Spam. Ich will das nicht mehr. Ich habe dir doch gesagt, du sollst erstmal Christ werden, dann bringe ich dir dein Paket besser. Ach, so willst du dann die Religion an die Leute bringen? So bringe ich dann die Religion zu Du dir. musst die Leute kaufen, ne? Nein, lass uns mal wieder zum Ernst der Dinge kommen. Wir haben doch gerade darüber gesprochen. Du bist doch ein Muslim, du kannst uns ja bestätigen. Du stehst ja zu Allah und seinen Gesetzen, richtig? Alhamdulillah, zu den perfekten So. Gesetzen. Ich möchte, dass du den LGBTQ, du hast ja jetzt die Möglichkeit hier. Was passiert mit Leuten um die LGBTQ-Gemeinde in einem islamischen Staat, wo die Scharia herrscht? Was passiert mit denen? Also erstmal kenne ich mich mit der Scharia so ganz nicht aus, dass ich dir sagen könnte, was diese Leute erwartet. Aber sag mal ehrlich, würdest du wollen, sagen wir mal, du hättest Kinder, würdest du wollen, dass sie in ein Land aufwachsen, wo die in der dritten Klasse schon gesagt bekommen, ey, das ist völlig normal, es kann sein, dass du im falschen Körper bist und das ist Okay, ich völlig verstehe. normal.
Und dieses Kind ist nicht dann, ja, okay, dann werde ich mal so. Ich verstehe dich. Wenn ich die Möglichkeit hätte, so Gesetze zu erlassen, ich hätte sofort gesagt, eure Ideologie darf nicht in die Öffentlichkeit getragen werden. Ja. Und wenn ihr es macht, dann werdet ihr normal bestraft, aber nicht mit dem Tode. Der Islam geht hin und bringt diese Menschen um. Also hast du kannst ja hin. Hast du was dafür, davon, dass das von der Scharia so passiert ist? Bitte was? Hast du, also gibt es da Belege, dass das in einem Land, wo die Scharia herrscht, auch so passiert ist? Okay, dann beantworte uns mal die Frage nach Koran und Sunna. Was passiert, was mit Homosexuellen, die in einem islamischen Staat erwischt werden? Also guck mal, islamischer Staat, du meinst, ich hoffe, du meinst auch Scharia, ne? Ja, ich antworte dir, ja, genau, antworte er. Ne? Du meinst Scharia, ne? Ja, richtig, ja. Genau, Allahs Gesetze. Was also, sagt Mohammed in den Hadithen und was sagt Allah gegenüber dem Volk von Lot, Lotis? Guck mal, du musst das so denken, das Volk von Lot, also damit du das verstehst, ich antworte mal auf deine Frage, die du am Anfang gestellt hast. Es geht darum, das in der Öffentlichkeit zu machen. Und da ist egal, ob Mann oder Mann und Frau, Mann und Mann, Frau und Frau. Also in geschlossenen Räumen. Islam, mein Lieber. Was passiert, wenn man Menschen in einem islamischen Staat erwischt bei gleichgeschlechtlichem Akt? Was geschieht? Weiß ich nicht. Antworte ehrlich. Sag nicht, weiß ich nicht. Ich weiß es ehrlich nicht. Aber wenn du doch, die Strafe du weißt. Antworte ehrlich, Mann. Steht zum Islam. Wallah, ich weiß nicht. Doch, du weißt, was geschieht mit Menschen, die gleich... Ich weiß, was du hören willst. Ja, die werden zu Tode bestraft. Ich weiß es doch nicht. Mohammed hat doch gesagt, wenn jemand das Gleiche macht wie das Volk von Lot, das heißt gleichgeschlechtlichen Akt, tötet sie. Boah, und Ibn Abbas, der Cousin von Mohammed, weißt du, was der sagt? Man sollte sie von einem Hochhaus, von einem hohen Dach runterstürzen. Hast du eine Quelle? Dann kann ich das nachschauen. Ja, hab ich. Okay. Ja, Einfach belege ich mit Quellen. Du siehst doch, dass ich dich einfach aus mir zitiere. Ja, doch. Also gerade eben hast du was, eine Falschheit gesagt. Soll ich dir erklären? Was habe ich? Was für eine Falschheit habe ich gesagt? Eben, du meinst gerade eben, in den ganzen Scharia-Ländern, Saudi-Arabien, Iran, Pakistan, keins von diesen Ländern hat die Scharia. Keins hat die Scharia. Nein? Ach weißt nein? Okay, kommen wir zu Saudi-Arabien. Das Gesetz wird durchgeführt durch die Hand von der Königsfamilie und der Ulama. Das ist nicht die komplette, hundertprozentige Scharia, erstens. Iran auch nicht, Pakistan auch nicht. Fertig, du hast einfach... Okay, was passiert mit Homosexuellen in Saudi-Arabien? Soll ich das nachgucken jetzt? Ich habe die Homosexualität Saudi-Arabien. Aber ich habe dir gerade gesagt, Saudi-Arabien ist kein Scharia-Land. Du kannst deine Meinung äußern. Du lebst in einem meinungsfreien Land. Du kannst uns ja sagen, was der Islam mit Homosexuellen macht. Ja, lass mich dir. Du hast gerade Saudi-Arabien gefragt, Mann. Ja, antworte doch. Der Saudi-Arabien. Mein Lieber, Saudi-Arabien richtet nach der Hanbalitenschule, richtig? Das sind Hanbaliten. Saudi-Arabien macht das Gesetz durch die Königsfamilie und der Ulama. So, und was ist das Gesetz nach Scharia? Wir reden jetzt über Scharia. Was passiert mit einem Homosexuellen, der erwischt wird und seine Homosexualität als Beweis jetzt angeführt wird und er erwischt worden ist bei seiner Homosexualität? Sag ich dir, warte. Ja, warte doch, sag ich dir. Also ich lese hier, was der Mohammed sagt. Er sagte, diejenigen, die das Gleiche machen wie das Volk von Lot, das heißt gleichgeschlechtlichen Akt, du sollst die töten. So. Und das ist ein Gesetz in der Scharia verankert, dass man Homosexuelle aufgrund ihrer Homosexualität... War das Volk von Lot nur homosexuell? Haben die sich immer alle zugestimmt und haben untereinander homosexuellen Sex gehabt? So sagt es der Islam, ja. Ich sag nicht der Islam. Also diese Leute von Lot... Sind sogar warum in sein Haus Lut? Eingebrochen. Warum warte mal. Warum nennt man dann Menschen, die homosexuell sind, auch Lutis? Lutis. Das hat mir ein Typ beigebracht. Er meint, das sind Lutis. Diese Homosexuellen hat er gesagt, das sind Lutis. Lutis nennt man die auch. Die nennt der vielleicht so in seiner Kultur oder sonstiges. Das kannst du die Leute mal fragen, ob sie mit mir einverstanden sind oder mit dir. Alle sind auf meiner Seite.
gegen dich. Weißt du warum? Weil die Leute mit dir sympathisieren und dir somit alles glauben. Aber lass mich dir vorlesen mit Saudi-Arabien. Was Die Muslime, die selber Scharia-Recht studiert haben und genau wissen, wie man mit Homosexuellen in einem islamischen Staat zu verfahren hat, da kannst du doch nicht sagen, ja, die sympathieren mit denen. Nein, ich zitiere doch ihre Gelehrten, Mann. Ich zitiere doch Mohammed. Der hat gesagt, Homosexuelle töten. Und du sagst nein. Guck mal, du vergleichst das Volk von Lot mit, du hast es gerade verglichen mit Homosexuellen in diesem Land. Brechen die bei dir ein und wollen dich tschackern? Nein. Oh mein Gott, ist das ein Ignorant. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ja. Ey, lass mich mal vorlesen in Saudi-Arabien. Die Strafe mein in Saudi-Arabien. Lieber, wenn jemand erwischt wird und ihm die Homosexualität nachgewiesen werden kann, was steht die Strafe auf Homosexualität in der Scharia? Guck ich schon nach. Schäm dich nicht. Ja, mach, wie lange brauchst du, Mann? Also ich habe eingegeben, Scharia, Homosexualität. Ja. Was ist die Strafe für Homosexuelle unter der Scharia? Das ist der Tod, Mann. Die werden gesteinigt, aufgehangen, vom Dach runtergeschmissen. Astaghfirullah. Ja. Ibn Abbas hat das doch gemacht, Mann. Der hat das du gemacht. Du lachst ins Gesicht und diese warte, Menschen. Ibn Abbas hat das gemacht? Warum lügst du? Ibn Abbas hat das gemacht, alle haben das gemacht. Ja, ja. Du lügst einfach. Dafür hast du gar keine Quelle, dass Ibn Abbas das gemacht hat. Leute, ihr könnt auf mein Video gehen. Ex-Muslim versus die Homosexualität im Islam. Da könnt ihr sehen, was ich da alles herausgefunden habe. 1:1, alles mit Beweis und Quellen. Könnt ihr selber für euch nachschlagen. Alhamdulillah, Scharia ist das perfekte Gesetz. Aha, lass mich mal was sagen. Aufgrund deiner Religion andersgläubige, andersdenkende ermorden sollte. Ne? Das ist also das perfekte Gesetz, ne? Warte, lass mich, ich sage dir was. Guck mal, Ansichten der Scharia zur Homosexualität. Soll ich vorlesen? Ich lese sie vor, Wikipedia. Aber komm nicht zu einer liberalen Seite, die Angst hat, die nein, Wahrheit. Nein. Da war ich gerade eben war ich auf einer Seite, da steht liberalische Islam. Also das ist ja komplette Schwachsinn. Lass mich dir vorlesen, okay? Also ich muss mit einem Muslim darüber diskutieren, was Allahs Gesetze sind unter der Scharia bei einem Homosexuellen. Nein, nicht diskutieren. Ich lese es dir vor. Lass mich es dir vorlesen, Amir. Guck mal. Lass mich dir antworten. Guck mal, hier, Wikipedia. Ich kann jeder eingeben, Homosexualität im Islam, okay? Ich antworte jetzt. Lass mich vorlesen. Der Koran enthält keine explizite rechtliche Diskussion der Homosexualität. Einer Minderheit der Koranausleger zufolge bezieht sich Sure 4, Vers 15 und von einer schändlichen Tat, Fahisha, die Rede ist, auf sexuelle Akte zwischen Frauen. Der folgende Vers 16 entspricht auf Sex zwischen zwei Männern. Okay, lass mich antworten. Vers 15. Gegen diejenigen von euren Frauen, die eine schändliche Tat begehen, müsst ihr 4 von euch als Zeugen haben. Erstens, wenn sie es bezeugen, dann haltet sie, die Frauen, in den Häusern fest, bis der Tod sie abberuft oder Gott ihnen einen Ausweg verschafft. Also sollte man die einsperren und dann schauen, ob Gott ihnen hilft, richtig? Du hast nicht mitgehört. Haltet sie in den Häusern fest. Oder bis Gott ihnen einen Ausweg verschafft. Also man sollte sie in einem Haus einsperren und so lange da drin lassen, bis sie eigentlich sterben oder Gott ihnen hilft, da rauszukommen, richtig? Allah kann ihnen noch einen Ausweg in einer Woche schaffen. Ja, aber was machen wir denn dann, wenn die gestorben sind? Hä? Ja. Warte mal, warum kommt denn jemand in den Knast, damit er auch nicht mehr diese Straftat begehen kann? Mein Lieber, hier geht's darum, was ist die Warum kommt denn jemand in den Knast? Wie verrückt bist du eigentlich? Du weißt also nicht, dass unter Scharia die Strafe für Homosexuelle der Tod ist? Nein, ich habe dir gerade Ansicht der Scharia dazu gesagt, vom Koran aus. Ich habe ja noch nicht alles vorgelesen, aber ich habe dir gerade gesagt, das ist das Gleiche, wie wenn du jemanden in ein Gefängnis tust, damit er diese Tat nicht mehr tun kann und zu sich kommt und lernt. Ist das ein Verbrechen, homosexuell zu sein? Diese Homosexualität auszuüben. Ja, siehst du, also ist das ein Verbrechen, das bestraft werden muss. Natürlich. Ja. Ist das eine Katastrophe, ey? Ich geh kaputt, ey. Was ist das bitte, Mann?
Das kann doch einfach. Haben wir dann Moment in der Nacht.
glaube, ich muss meinen Song bald rausbringen. Stay away from Islam. Islam harms you. Harms you and your family. Sag mir nochmal, wer ist euer bester Sheriff hier in Deutschland? Sagt es mir. Sarah Sheriff. Ja, genau. Amir al-Mu'minin. Nee, dürft das nicht vergessen. Amir al-Mu'minin. Moin Amir, hi. Der Herr Jesus segne und behüte dich und deine Familie. Ja, danke, dich und deine Familie auch, mein Lieber. Dankeschön. Ja, ach, das ist ein schwieriges Thema, weißt du, man versteht das einfach nicht. Ich hatte auch vorhin gerade mit einem Muslim gesprochen und aber da sind auch so viele Christen bei, die so viele Sachen verdrehen, weißt du, dann hörst du, ja, Jesus ist der Vater und sowas. Da bist du dir im Kopf, das ist ja totaler Quatsch. Wir dürfen die Trinität nicht durcheinander bringen. Das machen ja einige Christen. Ne? Das ist heftig. Das Schlimme ist dann so diese ganzen bekannten Kanäle hier, Islam verstanden, Uniklinik und so, die schneiden das dann alles raus, preschen dann auf einen da ein und dann ja, ergötzen die sich da, weißt du, aber gegen so ein, ich weiß nicht, ich bin ja auch kein Gelehrter. Die haben ja nichts Besseres zu tun bei denen. Das ist bei denen der Kindergartenverein. Ich hab das ja der auch geht nicht gesehen. Das ist Kamelurin für dich. Ich habe das ja auch gesehen mit der Debatte mit Klaus und Hamdi. Kein einziger muslimischer Kanal hat sich getraut, diese Debatte hochzuladen. Die sagen alle, Christentum ist vernichtet, alles kaputt. Dann denke ich mir, dann lad doch die Debatte hoch und zeig das doch den Leuten, dass sie sich das anhören und überzeugt werden können, okay, der Islam ist, das Christentum ist am Ende. Aber nicht ein Kanal, nur diese Schnipselsachen, weißt du, wo dann so ein SpongeBob im Hintergrund lacht. Das kriegen die hin, das finde ich so schade, weil wenn man so überzeugt ist, dass die Debatte gewonnen wurde von dem Islam, ja, warum lädt man denn die nicht hoch und zeigt, ich würde das ja auch machen, wenn ich der Meinung will, Der Hansi, der war ein ungeeigneter Kandidat eigentlich, selbst von der sprachlichen Barriere ist das schon schlimm genug, weißt du? Und dann kommt noch dazu diese sogenannten Scheinargumente, die er bringt, die auch schon selbst in sich selbst ja total in Rauch aufgehen, ne? Ja, das stimmt. Man versteht ihn auch ganz schlecht und ja, das macht keinen Spaß, ihm zuzuhören. Das macht es unerträglich, so ihm zuzuhören. Das stimmt. Nein, und auch dieses, ich sehe das ja, was hier im Chat geschrieben wird mit der Homosexualität. Der Unterschied ist ja, im Christentum ist das auch nicht erlaubt, aber wir richten da niemanden. Das ist ja das Problem. Gott hat seinem Volk Israel das Gesetz gegeben, da zu richten. Der Herr Jesus Christus kam und hat uns einen neuen Bund gegeben. Und Gott sei Dank leben wir im neuen Bund und können sagen, unser Update gegen euer Update. Ihr wollt also trotzdem immer noch morden gehen, obwohl der Herr Jesus Christus sagt, nein, nein, nein. Ich habe den Preis für alles bezahlt. Ihr braucht euch nicht unter Gesetz zu stellen, sondern ich schenke euch die Gnade. Amen. Amen, richtig. Ja, aber das zu vermitteln, das ist, ich sehe es ja bei euch, die Arbeit, das ist so unfassbar schwierig, da anderen Menschen natürlich, die Augen zu öffnen. Das ist ein Dschungel, wenn ich hier mit Leuten rede, ich gehe durch einen Dschungel und triff auf verschiedene Charaktere, so muss mit allem mich da durchkämpfen, so, ne? Ja, ich weiß, viele verstehen das auch nicht. Ich meine, okay, du, vielleicht überspannst du manchmal den Bogen, bist ein bisschen lauter, aber Leute, das ist ein Ex-Muslim. Ich kann mir das nicht mal vorstellen, weißt du, ich komme aus einer polnischen Familie. Weißt du, da kannst du ja alle sagen, ich bin jetzt Buddhist, ich bin das, ich bin dies, das interessiert keinen. Wenn aber ein Muslim sagt, ich habe zu Jesus gefunden, da ist die Hölle los. So. Und ich will gar nicht wissen, wie viel Anfeindung du jeden Tag bekommst, wie viel Druck du bekommst. Und dass man da mal den Bogen manchmal überspannt und vielleicht mal lauter wird, ja, das ist normal. Wir sind alle Menschen, wir werden auch manchmal fleischlich, das ist nun mal so. Sehr gut. Das ist, ja, ich merke das ja, wie du manchmal hier gehatet wirst.
Die Leute können das einfach nicht verstehen. Ich kann es ehrlich gesagt auch nicht verstehen, weil ich auch kein Ex-Muslim, aber man kann sich so ein bisschen hineinversetzen, die Leute. Und das ist so das Problem auch, wenn du weltweit siehst, da, ob es jetzt Open Doors ist. Ich meine, ich kenne kein christliches Land, und das ist ja schon schwierig, weil ein christliches Land gibt es sowieso nicht in dieser gottverlassenen Welt. Aber es gibt kein Land, was ja in christlich angehaucht ist, sage ich mal, was Muslime verfolgt. Das gibt es nicht. Andersrum sieht es aber anders aus. Und ich rede nicht von China oder Nordkorea, aber das zählt nicht. Die können die Muslime ja das sagen, was sie möchten. Verstehst du, was ich meine? Können die aber auch im Gegenzug in meinem Land, Iran, kann ich auch das sagen, was ich will? Nein. Ja. Da werde ich auch aufgehalten. Richtig. Und das sage ich auch jetzt nicht mit Hass oder so, weil das ist einfach eine Tatsache. Ich habe überhaupt nichts gegen Muslime, ich habe nichts gegen Buddhisten und wie auch immer. Wenn man einfach freundlich zueinander ist, man kann normal reden miteinander. Und das ist ja genau das Problem, dass du in Ländern, die islamisch geprägt sind oder halt wirklich islamisch sind, ja, da hast du Verfolgung. Das kann man nur einfach nicht leugnen. Das kann man nicht leugnen. Jeder, der das leugnet, ist einfach ein Lügner. Da hast du einfach übertriebenste Verfolgung bis zum Tod und Unterdrückung ohne Ende. Und das hast du in einem ja christlich geprägten Land nun mal nicht. Wie gesagt, China braucht mir keiner jetzt zu nennen, weil China ist kein christliches Land, oder Nordkorea. Das ist was ganz anderes. Ne? Das ist das Problem. Das kann man halt einfach nicht leugnen. Und wenn da Leute das schon irgendwie versuchen zu verschleiern, ja, da braucht man eigentlich gar nicht mehr weiterreden. Ne? Ja, es ist wirklich schwierig. Ja, selbst aber, hier in Deutschland werden das so. Selbst in Deutschland werden ja schon arabische Christen unterdrückt und orientalische Christen, ne, von Muslimen. Das muss ja mal geben, was in den Flüchtlingsheimen abgeht, ne, wie die dort Repressalien erhalten und alles Mögliche. Das ist der Wahnsinn. Eigentlich müsste man diese Leute sofort zur Rechenschaft ziehen. Sofort! Ja, es ist alleine dieser Gelehrte, ich weiß nicht, wie der heißt, Hamed oder so, dieser Islamkritiker, der da öffentlich das kritisiert, der lebt ja unter Polizeischutz. Das sagt ja auch schon einiges. Genau, Ahmed Abdel Samad, genau, richtig. Jetzt stockst du gerade. Ja, das ist ja die Religion des Friedens, ne? Ja. Ah, das ist ja auch das Problem, das stimmt. Hörst du mich wieder? Die sich als Muslime jetzt höre ich dich wieder. Also stockst ein bisschen. Jetzt besser. Aber das ist ja das, was du auch sagst.